Wir dürfen ja sogar Soldaten senden. Das machen wir nicht. Das lässt das Völkerrecht zu. Artikel 51 VN-Charta und vieles andere. Wir könnten Soldaten wohin senden? Wir dürften sogar Soldaten in die Ukraine senden. Aber wir machen es nicht, um dort was zu tun. Um dort zu kämpfen. Das ist zulässig im Bereich des Selbstverteidigungsrechts der Völker. Wenn die Ukraine uns einladen würde, dürften wir hingehen. Es ist zulässig, völkerrechtlich zulässig. Es wäre sogar möglich. Auch mit Panzern? Mit allem. Mit Flugverbotszonen? Wir dürfen ja mit allem machen. Wir machen es nur nicht, weil wir keinen Kriegseintritt der NATO wollen, weil wir keine nukleare Eskalation. Okay, gut. Und damit wirkt es auch. Aber unter der Schwelle, und deswegen sollen wir uns auch nicht erpressen lassen von Putin, können wir mit schweren Waffen und allem alles tun. Wir dürfen sogar ukrainische Soldaten ausbilden. Wo? Auf deutschem Boden. Auf deutschem Boden. Das wird ja gemacht. Sie dürfen das sie wird ausbilden. Jetzt ja, wird jetzt ja das wird jetzt auch intensiviert. Oder auch in Polen. Also wir können viel mehr machen. Wir hatten Herrn Masala, den Sie sicher kennen, ja. Neulich hier, der sagte, wann sozusagen Deutschland Kriegspartei ist, das entscheidet genau Putin. Ein Mensch, das ist Wladimir Putin. Aber damit sehen wir mal rein rechtlich keine Kriegspartei. Nur, Sie sagen, wir sind längst Kriegspartei. Wir haben 8 Wochen bereits verloren und wir sind natürlich Partei. Wir stehen auf der Seite der Ukraine. Wir wollen auch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Aber sagen Sie, wir sind Kriegspartei. Ich sehe es so, dass wir durch die Unterstützung der Ukraine auch Teil dieses Kampfes nicht der Ukraine de jure, sind. Sondern sozusagen politisch. Emotional. Ja. Emotional, die Jure nicht. Nein, völkerrechtlich schon gar nicht. Ja. Aber Putin spielt ja damit, mit den Befindlichkeiten. Und wir haben auch in der Bevölkerung Angst vor diesem Krieg. Und ich erwarte von Olaf Scholz, dass er diese Angst nimmt, indem er eben sagt, wenn die Ukraine fällt, dann wird Putin weiter eskalieren, dann fällt Moldau, dann werden Flüchtlinge zunehmen. 12,5 Millionen Menschen sind bereits auf der Flucht. Ja, wenn das so weitergeht und wir sagen, die Ukraine fällt, dann werden doch von den 40 Millionen Einwohnern, wo schon 12 auf der Flucht sind, ja auch weitere 10, 15 Millionen sagen, wir haben keine Zukunft mehr in dem Land. Das ist doch das Instrument von Putin. Und deshalb sollen wir auch Zuversicht sagen, dass die Ukraine Aussichten hat, diesen Krieg zu gewinnen.